Hallo zusammen, wir sind wieder bei Sith of Ice and Fire in Civilization 6. Ich bin Manke Rider, habe hier schwer zu tun mit Eddard Stark und mit mir dabei sind einmal der werte Herr Littlefinger. Wir grüßen euch. Dann unsere verwelkte Blume Orlena. Guten Tag. Und der Salzfischmann, hallo Zatona. Einen wunderschönen Tag an alle da draußen. Wir werden mit der Eisernen Flotte wieder mal Unheil stiften. Das finde ich cool. Wisst ihr, worüber wir die Folgen noch gar nicht viel geredet haben? Religion. Woran glaubt ihr? Wie sind eure Städte bekehrt? Wie sieht es da bei euch aus? Alte Götter. Der ertrunkene Gott. Denn was tot ist, kann niemals sterben. Was tot ist, kann niemals sterben. Irgendwie hat niemand Lust, mir eine Religion zu bringen. Also sind nicht bei euch The Face of Seven die vorherrschende Religion. Mal gucken, ob in meinen neuen Städten, nöp, auch da nicht, nöp. Ja, Schade. interessant. Also ich habe natürlich viel zu tun und komme hier nicht so richtig aus dem Knick, irgendwie aus dem Norden wegzukommen. Ich hatte jetzt gerade Krieg mit Eddard, den wir haben uns auf Frieden geeinigt. In sich eine Pattsituation. Er ist sehr, sehr stark, hat viele starke Einheiten und ich muss mir echt überlegen, was ich gegen ihn tue. Aber ich habe mir da schon eine Strategie überlegt und werde dann, ja, vielleicht in 6 Runden wieder angreifen. Wir, die Eisenmänner, möchten gerne eine Handelsroute von Highgarden nach Old Vik haben und würden uns freuen, wenn ihr eine selber zurückschickt, Orlena. Schickst was? Ja, da bin ich ja mal gespannt, was du schickst. Eine Handelsroute. Ihr Kann scheint ich ein mir wenig gleich angucken. senil auf eurem Alter gewesen Ah zu nein, sein. kann ich mir angucken, was die Handelsroute bringt. Wo ist Einen es? Händler, der zu euch fährt. Ja! Wo ist es? Seht es einfach so, schickt uns auch eine und ihr seid weiterhin unser Freund, schickt uns keine, sind wir traurig. Und der ertrunkene Gott schickt euch nicht. Sobald der nächste Siedler fertig ist. Nicht Siedler, Händler von seiner Route fertig ist, kann ich das gerne machen. Sind noch in 5 Runden habe ich hier, nee, in 6. In 5 Runden ist er fertig, dann kann ich ihn, glaube ich, in 6 Runden wieder losschicken. Baue gerade Verteidigungsalchemisten. Verteidigungsalchemisten. Das wird euch nichts bringen. An die Zuschauer, Alchemisten ist eine Sondereinheit, die eigentlich nur in einem Überraschungskrieg gut ist. Zur Verteidigung bringen sie null. Ja, mir geht es nur darum, falls die Lannisters mich angreifen, kann ich ihnen vielleicht damit ein, zwei Städte angreifen, denn er hat einfach so eine Masse an Einheiten, dass ich da sonst nie durchkommen würde. Und wenn, dann dauert eine Runde eine Folge. Das wollen wir ja auch nicht. Damit, ich habe sie noch nie ausprobiert, die Einheit. Ich spiele normalerweise auch im Basisspiel, nicht militärisch. Ich habe keine Ahnung, wie das läuft. Ich werde es Mimi, einfach mal mimi, ausprobieren. mimi. Mimi. Mama, Mama. Ja, nicht militärisch. Naja. Sagte normalerweise. Diesmal bin jetzt bei 142 Gold durch Einheiten pro Runde. Kosten. Man sich's leisten kann. Ich habe euch eine Vereinbarung Ich habe noch geschickt. 80 Gold pro Runde, mehr leider Wer nicht der Herr mehr. Fischmann? Irgendwie hat eure Vereinbarung sich wieder nicht geklappt. Wir warten am besten nochmal nächste Runde. Sonst müsst ihr sie uns leider noch einmal schicken. Oder ihr sprecht sie einfach offen aus. Ich habe ja hier noch mein Gefängnis schlummert und noch eure Tochter. Welche Tochter? Sie ist nicht in Ascha. eurem Gefängnis. Nein, Ascha ist nicht in euren Gefängnissen. Ich habe keine Tochter, die in euren Gefängnissen ist. Schaut euch mal die Vereinbarung an. Wenn sie hoffentlich ankommt, werden wir dies tun. Nicht bitte ich euch, sie noch einmal zu schicken. Ja, man ist so, ne? So, jetzt habe ich auch das Feuer gebaut. Wie rüste ich jetzt die Alchemisten damit aus? Das weiß ich nicht. Muss ich noch Okay. herausfinden. Der Robby möchte mir Elefanten abkaufen. Soll er machen? Meine Leute sind happy.
Oh, ich sollte mal langsam wieder Geld ausgeben, bevor wieder ein Spion zuschlägt. Immer für eine Angst vor Spionen habt. Angst nicht. Sie stören ja nicht sonderlich großartig. Aber man will ja kein Geld verschenken. So, ein feindlicher Spion konnte entkommen. Weiß aber nicht, was er angestellt hat. Aber ich kenne ja Werter Littlefinger. Was habt ihr denn getrieben in Hartheim? Nichts. Wir wissen von nichts. Das ist aber auf mangelnde Bildung und nicht und auf Unverfrorenheit, nicht auf Unschuld zurückzuführen. So, das Abkommen hast du nicht erhalten, Satona. Leider nein. Muss ich nochmal neu rausschicken. Was ist euch denn Ascher wert? Ihr habt Knecht, die kleine Ascher. Unsere Spionin. Wer sich erwischen lässt, ist uns nichts wert. Ich die denn jemand anderem verkaufen? Die uns zurückverkaufen, schickt uns das Angebot. Wir gucken einmal, was, ob wir es annehmen werden. Anstrengend, anstrengend. Vielleicht schicken wir auch einfach die Eiserne Flotte als Antwort, aber wir wissen es noch nicht. Boah, wisst ihr, was Haus Mormont für Einheiten baut? Bauen Alchemisten. Typisch. Nee, nee, nee. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ich habe auch ein paar, ich weiß nur nicht, wie man sie einsetzt. Ich erkläre es dir, man müsste dafür einen Krieg erklären. Das ist mir relativ klar, nur wie die jetzt das Feuer ausrüsten, weiß ich nicht. Ich konnte nur ein einziges Mal das Feuer bauen. Ich hätte gedacht, ich muss jeden Alchemisten mit einem. Ja, es steht überall kein Sprengkopf verfügbar dran. Könnte hier jetzt Armeen aus denen bilden, aber. Keine Ahnung, wie ich die jetzt mit Feuer versorge. So. Aber naja. Habe ich die Schnauze voll. Jetzt fange ich an, hier Schiffe zu bauen. Reicht mir. Denn nicht tauchen die ja auf und glauben, sie sind sonst was. Taucht ständig auf. Ja, Barbaren. Ah, Wildlinge. Barbaren. Ba Barbaren, Barbaren. ba 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 Babybel. Okay, genug des Spaßes. Wir müssen uns vorbereiten, weil es muss Krieg geben. Und ich muss jetzt mal schauen. Spaß ist ja nicht erlaubt. Ich muss hier Armeen zusammenführen. Dann wird hier gleich, gibt's ordentlich aufs Fressbrett. Große Problem der Alchemisteneinheit ist ja, dass sie sich nicht weit bewegen kann, ne? Konntest du denn auch nur ein Feuer bauen oder kannst du mehrere bauen? Ich würde gerne sehen, wie viel ich irgendwo gelagert habe, aber ich konnte schon mehrere Feuer bauen. Wie erhöht man das denn, was man da bauen kann? Ich kann in keiner Stadt das mehr anstellen. Man kann, wenn man das danach erforscht, kann man noch ein zweites bauen. Wenn man nach Alchemie auch noch Wildfire baut. Habe ich beides geforscht. Und ich habe Wie auch konntest du? die Wildfire-Produktion Dann in meine Hauptstadt erklär doch einfach dem abgeschlossen. Lannister den Krieg und teste es aus. Ah, das wird der schon bald machen. Drop the bomb. Just drop the bomb. Er hat mich gerade denunziert. Das sieht doch gut aus. Ah, jetzt kann ich hier wieder ein Wildfire bauen in dieser Stadt. Okay, auf einmal schon. Ja, merkwürdig, ne? Ja, aber das dauernde über die Wildfire-Gerede interessiert sicher nicht unsere Zuschauer, also lasst uns mal wieder zum anderen Thema kommen. Ah, Der okay. König hat uns denunziert. Interessant.
So, Leute, ich erkundschafte gerade den Süden. Ich habe es endlich mal geschafft, einen an White Harbor vorbeizuschicken. Ich kenne ja noch nicht so viel. Hier die Fischmänner und der Littlefinger, das ist ja alles nur Geschichten von Grampins. Du hast noch nie eine Welt ohne Schnee gesehen. Das stimmt. Das stimmt. Und dieser dreckige Bastard von Eddard Stark lässt mich hier nicht aus dem Norden raus. Er behindert die Freiheit der Wildlinge. Oh, Haus Baratheon hat Haus Tully den Krieg erklärt. Ein NPC-Krieg? Ein schöner NPC-Krieg. Und wir erwarteten schon jeden Moment eine Kriegserklärung von ihnen. Da bin ich ja mal gespannt, wer da siegreich rausgeht. So, jetzt komme ich auch endlich dazu, bei meinen neueren Städten Handwerker zu produzieren. Hier seht ihr die erste Armada. Hast eine Armada gebaut? Hm. Nicht schlecht, nicht schlecht. Aus großen Kriegsschiffen. So, ich habe gerade meinen 44. Armbrustschützen fertiggestellt. Du übertreibst ein wenig damit, denke ich. Besonders, wenn du da hier du den nichts Lannister machst. Sehen würdest, ne? Wenn du hier den Lannister sehen würdest. Ich habe echt Schiss vor dem Lannister. Unsere Zuschauer werden sich über dich auslachen. Das sage ich dir jetzt schon. Das kann Versuch's gut sein. Gegen den Lannister doch einfach mal vorzurücken. Ich habe überhaupt keine Ahnung im militärischen Spiel. Aber vielleicht wäre ja schön, wenn ich mich versehen habe. Dann überrenne ich ihn, dann hole ich mir alle seine Städte, dann hätte ich eine gute Goldproduktion, würde ich sagen. Hier ist nämlich mittlerweile bei mir auf 90 runter, dank des Militärs. 26. Die wird auch bei dir riesig runterkrachen, das sage ich dir jetzt schon. Sobald deine Handelsrouten Richtung den Lannisters nicht mehr funktionieren. Stadtstaaten da unten sind fast genauso gut. Bringen 3 weniger pro Runde. Ob ich 10 oder 13 pro Runde kriege, ist auch nicht so der Unterschied. Na doch. Doch, das macht einen Unterschied. Macht einen Unterschied, definitiv. Aber keinen gravierenden, glaube ich. Und eine Handelsroute bringt mir eh nicht so viel, weil ich da ja Old Wick handel. Irgendwie kommt es mir so vor, als werde ich andauernd von dieser Tyrell gedisst. Und ich könnte doch überlegen, meine Armee nach unten zu verlegen. So Leute, es ist wieder Kannst soweit. Du machen, aber das sollte keine Beleidigung sein, dass die Tyrells mehr Geld haben als du, wirst du glaube ich nicht abstreiten. Das werden wir nicht abstreiten. Dass unsere Handelsroute euch zu wenig bringt, das ärgert uns. Nein, ich habe nicht gesagt zu wenig, sondern weniger. Das ist ein Unterschied. Natürlich wird sie uns noch weniger bringen, bis ihr erst einmal dort den Handelspunkt eingerichtet habt. Sobald ihr den habt, bringt sie euch auch wieder mehr. So, Banner, Leute. So, es ist äußerst schwierig, durch den Norden zu kommen, aber falls ihr es noch nicht wisst, dem Haus Stark muss mal wieder den Krieg erklären. Und wieder, das ist ja das Gesetz der Serie. Auf so, eins leider können sich die Zuschauer in jeder Folge verlassen. Nachtwache führt Krieg. Ja. Genau. Ja, irgendeiner muss ja. Ah, ich glaube, der Lannister will gleich auch Krieg führen. Ah, jetzt klappt es auf einmal mit den Wildfeuern. Gut, wunderbar, ich kann sie zumindest bauen. Ich will sie aber auch einsetzen.
Dann auch, schon allein um zu sehen, wie sie funktionieren. Genau. Vielleicht konntest du ja bis dahin berichten. Das muss ich noch herausfinden. Dann gehen wir eine Runde plündern. Was plünderst du denn? Geld oder Leben? Ich plündere hier einen Hof, will ich plündern von dem werten Herrn Eddard Stark. Hat mir ganze 25 Gold gebracht. Uey. Ich dachte, Höfe bringen Gesundheit zurück. Das auch, ja. Ach so, das andere ist noch zusätzlich. Ah, wunderbar. Ah nee, das war kein Hof, das war eine Weide. Sorry. Hier seht ihr sehr schön die ganzen Armbrustschützen von El. Nee, das sind nicht die ganzen. Für mich sind es die ganzen und für unsere Zuschauer, da sie nicht mehr sehen. Das stimmt. Hier seht ihr schon, was der Franz gesagt hat. Der KI sind die Namen ausgegangen. Die KI hat direkt an der Grenze gebaut. King's Landing expandiert. Okay, die haben eine Stadt gegründet. Oh. King's Landing hat eine Stadt gegründet? Ich glaube schon. Stonehelm. Südlich von King's Landing. Interessant. Oder waren das die Tully? Wenn denen mittlerweile King's Landing gehört? Nein, die gehört natürlich nicht King's Landing. Das hätten unsere Zuschauer so mitbekommen. Ja, Baratheon, nicht eigentlich schon, sondern das hätten wir mitbekommen. Baratheons haben halt eine Bevölkerungssiedlung. Noch dazu. Deswegen wundere ich mich nur. Selber gespielt habe ich sie noch nicht, aber von nach dem, was mir erzählt wurde, haben die nur eine Stadt sonst. Noch einmal, das müssen wir jetzt auch den Zuschauern nicht falsch erklären. Die Hauptstadt, der König kann nur mit einer Stadt spielen wie Venedig. Das hat keine anderen Möglichkeiten. In diesem Mod ist es wie Venedig. Er kann keine Städte gründen. Er kann sie nur erobern. Oder halt als Stadtstaaten Verbündete bekommen. Okay. Vielleicht hat er ja einen Siedler erobert. Das kann natürlich sein. Ja, das ist jetzt die nächste Theorie von mir. Stimmt, der Gedanke ist nicht schlecht. So, meine treuen Verbündeten vom Haus Mormont sind immer noch mit mir. Und den Franz brauchen wir ja nicht fragen, was er macht. Eben. Geheimnis. So, ich habe leider gerade eine Berserker-Armee verloren. Was mich sehr traurig stimmt. Weil ich hatte sie auch falsch positioniert. Ich war ein bisschen zu gierig. Als ich den Hof hier plündern wollte, wie das halt so die Wildlinge so machen, sind sie von den edlen Recken des Nordens getötet worden. Ja, scheiße passiert. Dieser Enthusiasmus. Erika, du scheint nicht mehr so enthusiastisch zu sein gerade. Was? Scheiße passiert. Scheiße passiert. Was soll man machen? Was soll ich machen, frage ich mich hier teilweise wirklich. Gerne mehr bauen, weil das macht mir Spaß, aber mir geht langsam der Platz aus. Das glaube ich mal nicht. Ich sehe unter dir noch riesige Länder. Nein, rein, die nicht um Städte zu bauen innerhalb der habe ich mich falsch ausgedrückt. Mit Handwerkern meine ich. Da bin ich gerade sehr fleißig dabei. Für alle Felder. Bei meinen älteren
habe ich einen Siedler, einen Handwerker, um das zu bebauen. Und bei neueren Städten ist das gerade in Arbeit. Da ich außer Glaubensdistrikten in meinen alten Städten nichts mehr bauen kann, kann ich die restlichen Felder ja auch zukleistern. Der macht doch mal Krieg. Ja, macht der Tevin bestimmt. Das sagt Rakulusch seit 3 Folgen. Ja, ungefähr. Einmal hat er schon gemacht. Ja, aber erober dir doch mal Astapor. Das kann doch nicht viel Gefahr sein. Astapor wird mich nicht interessieren. Wenn, dann will ich eine andere Stadt haben von ihm. Will natürlich, wenn Kastelichstein. Ja, das wäre dann das Allerletzte. Da muss ich erst durch eine ganze Menge andere Städte durch. Oh, im Norden. Berichte mal von deinen Stadtgrößen. Von meinen Stadtgrößen, das ist äußerst interessant. Meine Städte haben, Dreadfort hat 13 Einwohner, Woody Hall 2, Hornwood 4, Nightrunner 6, Zen 8, Castle Black 7 und Hartheim 15, White Tree 8. Wow. Wow. Sind vor allem viele Städte. Ja, hier eins erobert, da eine gegründet. Sie sind da ganz fleißig. Was man halt so macht, ne? Derzeit bin ich gerade am Erkunden des Nordens, um hier verschiedene Einheiten zu sehen. Bevor wir uns hier weiter anschweigen, nochmal meine 4 Städte. Da für euch Zuschauer nochmal eine kleine Nebenstadt. Old Week im Süden. Und Black Tide auf meinem kleinen Vorposten von den Lannisters. Bei mir sieht's momentan, wie sieht's mit Städten aus? 21, 20, 15, 14, 14. Das war's. Nicht viele Städte, aber dafür große Städte. 4, 9, 12, 12, 7, 14, 14, 11, 6. Halt auch dafür wieder viele, ne? Nicht schlecht. Ja, die wachsen teilweise gar nicht mehr oder kaum noch. Meine mittlerweile auch nicht mehr, weil das Bevölkerungslimit bereits überschritten ist. Ich hänge hier gerade echt in der Zwickmühle. Ich kann Eddard nicht irgendwie. Ja, ich kann ihn nicht weiter angreifen. Ich weiß noch nicht, wie ich es direkt machen muss, der ist viel zu gut hier im Verteidigen. House Royce und House War haben Frieden geschlossen. Ja. House Royce hat nun einen anderen Suzerain. Den Franzelmann. So, und ich muss hier schon wieder Barbaren abwehren. Furchtbar. Ja, manchmal wäre so ein Spectator-Modus hier echt schön, Ja, manchmal ist es ein halt, ihr bisschen müsst. mehr davon mitkriegen würde. Man kriegt halt sehr, sehr wenig. Das ist halt ein wenig schade.
Was macht denn die Eiserne Flotte? Wen wird sie angreifen? Sie wird erstmal gar nichts angreifen, weil wir scheinbar der Schwächste der Zeit. Und auf uns andere sich an unseren Grenzen immer viel zu stark aufstellen. Und wir müssen jetzt an drei Grenzen Truppen bauen. Okay, also ist der einzige glorreiche Krieg, den du gemacht hast, ist hier bei mir die Wale zu plündern. Ja, wir sagen auch, gegen die Starks haben wir auch einen erfolgreichen Krieg geführt. Ich sage immer noch die Fischer, die wir entführt haben, ja. Nicht schlecht, nicht schlecht. Schön, schön. Ja, ich bin mal gespannt. Ich sehe gerade, du hast mir eine Vereinbarung vorgeschlagen, die muss ich mir mal in Ruhe angucken. So, jetzt probiere ich hier riskante Sachen. Ich hoffe mal, irgendeiner davon kommt durch. Weil ich würde gerne Wildfire versuchen hochgehen zu lassen, aber es gestaltet sich noch als sehr schwierig. Gerade weil die Einheiten hier so stark sind. In welche Reihenfolge setzt man? So, dafür bin ich jetzt aber relativ gut hier im Norden unterwegs. Ich habe Karhold entdeckt, Right Harbor und Last Heard. Ich habe leider noch nicht Winterfell entdeckt. Ich weiß nicht, hat einer von euch schon Winterfell entdeckt? Nein. Nee. Meine Kundschafter sind leider relativ früh an Barbaren verreckt. Ich kenne bisher nur Flintsfinger. Die Flintsfinger. Nicht schlecht. Konnte denn einer von euch schon sehen, was zwischen dem Krieg von Robert und Tully, was dabei rausgekommen ist? Nein, aber ich könnte da sonst einfach mal eine Militäreinheit hinschicken, um zu wissen wir das auch. So, ich bin aber mit einem Bogenschützen unterwegs. Die Mauer in Last Heard bröckelt. Es gibt mir vielleicht auch die Möglichkeit, hier zum Gegenschlag auszuholen. Oh, ich habe einen großen Schriftsteller bekommen. Freut euch über Frankenstein. In der Game of Thrones Version. Ich kann Goethe bekommen. Wieso nicht? Ja, kriegst du gute Faust. Auch wenn ich noch keinen Kulturbezirk habe, aber hey, ich habe Goethe. Da hat nicht jeder. Das ist schon was Besonderes. Und meine Equid Armbrustschützeneinheit hat die Stufe 7 erreicht. Geht doch Stufe höher als Stufe 6. Ja, kann ich meine alles. Ja, wir hatten halt ja vorher die Diskussion, wie hoch es geht. Da war ja das mal 6. Nee, bin immer noch nicht über Stufe 3 hinaus, aber bereit, Level-Ups zu empfangen, wenn der Tivin sagt, du doof. Ich habe ihn schon auf ein dickes rotes Smiley-Face runter, also er findet mich nur noch so semi-gut. So. Bemühe mich, bin ganz schnell. Das bist du leider nicht. Es sind leider viel zu viele Einheiten. Musst du etwas reduzieren? Also, Patronas ist aber ja selber auch noch nicht fertig, oder? Und ich habe Flints Finger entdeckt. Nice, nice. Kleine süße Stadt. Ja, es gestaltet sich wirklich schwierig, da Eddard sehr gut verteidigt. Von seiner militärischen Stärke her. Ein Spion ist diesmal gestorben. Und immer wieder die wichtigen Alchemieeinheiten auch hier aus dem Spiel nimmt. So.
Auch bei dieser Stadt gibt es bald nichts mehr zu Handwerkern, schade. Red Stark hat mir eine Vereinbarung vorgeschlagen. Nein, Vorschlag ablehnen. Ja, in manchen Städten ist die Zufriedenheit mittlerweile wieder auf 1 runter, obwohl die Unterhaltungsbezirke überall maximal aufgebaut sind. Sind einfach zu groß. Ja. Was soll man machen? Ich muss auch mich mal wieder um Stadt bauen kümmern. Ich führe hier immer nur Krieg. Ich vergesse ganz meine Städte auszubauen. So, ich glaube, das reicht jetzt mal mit Wildfires und euch mit. Geld wird mir mittlerweile echt ein bisschen zu wenig. Ich glaube, ich habe mittlerweile ein geringeres Einkommen als Nachtwache. 30,3. 26,7. Na gut, aber dafür hast du eine Riesenarmee. Das stimmt. Tja, Leute, möchte jemand im Krieg zu. Zu Eddard, möchte er joinen in dem Krieg? Möchte er mitkämpfen? Bin ich noch nicht einmal irgendwo in der Gegend. Der traut sich nicht mal, seine eigenen Nachbarn anzugreifen, also. Feiglinge. Momentan kein Interesse. Feiglinge. Wir sind zu weit weg, unser Weg darüber ist sehr, sehr lang. Mit der Eisernen Ach so. Stadt. Wir haben auch einen relativ langen hat Weg. Hat gerade so gereicht, um hier in Hornwood die Mauer zu zerschießen und Fische zu plündern. Ja, die Eiserne Flotte ist halt einsetzbar nach dort. Also wir könnten überlegen, ob wir die Flotte schicken. Aber was werdet ihr uns dafür geben, wenn wir die Eiserne Flotte mit in den Krieg schicken? Wow. Jetzt habe ich gerade ein Problem. Muss gegen zurück angreifen. Okay, das war viel zu stark. Okay, da müssen wir jetzt mal vorsichtig sein. Nee, sag nicht nett, was stark. Das war sehr stark. Ihr meint wirklich, ich sollte Tiffin angreifen? Dann könnt ihr euch nur leider auf längere Rundenzeiten einstellen. Das ist das Blöde daran. Na, das, ob wir dies meinen oder nicht, werden wir in der nächsten Folge sehen, wenn es wieder heißt Ziff, Ice and Fire. Euer Zartuna und seine Freunde. Ciao. Ciao, Leute.